Gerne darum bitten, um etwas Aufmerksamkeit. Wir wollen jetzt die letzten Minuten des heutigen Tages hier im Stadion nochmal für unsere Pressekonferenz verwenden. Wie es bei uns gute Sitte ist, begrüßen wir zunächst erstmal unsere Gäste, das heißt den Gästetrainer Herr Schröder, aber auch die Fans von Malchow, die heute hier sind. Herzliches Willkommen hier beim FC Mecklenburg-Schwerin. Zur linken Seite unser Heimtrainer Enrico Neitzel. Ich würde einfach mal darum bitten, dass beide kurze Einschätzungen zum Spiel geben. Herr Schröder, Sie haben das Wort. Bitte noch ein paar Sätze zu uns und dem Publikum. Wie war das Spiel aus Ihrer Sicht? Ja, erstmal schönen guten Abend. Wir wurden ja super empfangen. Ein super Häuschen habt ihr euch hier hingesetzt. Sieht richtig geil aus. Also macht Spaß, hier Fußball zu spielen. Wir sind hergekommen, um 3 Punkte zu holen. Das war von vornherein klar. Wir haben letzte Woche nicht gut gespielt, wir haben da die Punkte liegen lassen, wollten das heute wieder gut machen, sind aber leider nicht ins Spiel gekommen, absolut ins Spiel gekommen. Wir hatten mit 2 Spitzen getrumpft, hat nicht so funktioniert, sind nicht in die Zweikämpfe gekommen, haben Schwerin viel Raum gelassen, haben dann nachher in der Halbzeitpause umgestellt. Leider kam dann die rote Karte von unserem Keeper, aber da muss ich sagen, wir haben zwei richtig klasse Keeper, da können wir uns auf jeden Einzelnen verlassen. Ein dritter Keeper ist ein junger Bengel, der 18 Jahre ist, der steht auch schon in den Startspuren. Das heißt also, wir haben 3 richtig gute Keeper, die das immer gut machen. Wir konnten uns vorne nicht verlassen. Hat uns natürlich auch lange Zeit dann das 1-0 eigentlich offen gehalten. Und dann kommen wir näher zum 1-1, denke ich mal, eine kämpferische, starke Leistung. Fast eine ganze Halbzeit in Unterzahl gespielt, muss man meiner Mannschaft Respekt sagen. Konditionell top drauf, gefightet, einer für den anderen. Und denke ich, wenn man dann in Unterzahl das 1-1 macht, ist das dann auch vielleicht verdient. Dankeschön. Ja, es darf ruhig geklatscht werden. Enrico, einmal aus deiner Sicht, wie hast du das Spiel gesehen? Ich denke, es war aus meiner Sicht eine deutliche Steigerung zu letzte Woche. Aber sag du einfach mal. Ja, also wenn man das Spiel heute gesehen hat, dann denkt man sich, oder wenn man das Ergebnis nur hört und denkt, 1-1 mache ich okay, hätten wir alle vorher unterschrieben. Aber wenn man die Chancen sieht und wie wir heute spielerisch hier aufgetrumpft sind, auch mit den Jungs, die halt auf dem Rasen standen, wir hatten, sagen wir mal so, also selbst für Schuld auch in letzter Zeit auf die Fresse gekriegt, auch zu Recht auf die Fresse gekriegt. Aber was die Jungs heute hier angeboten haben, und da sage ich ganz ehrlich, da haben sie mich abgeholt heute. Also ich bin stolz da heute wirklich, wie die Jungs da marschiert sind. Ganz ehrlich, natürlich hätten wir uns alle gewünscht, dass wir hier 3 Punkte geholt hätten, weil wir auch sehr viele Chancen haben liegen lassen, aber das ist im Fußball so. Ja, lässt vorne liegen und dann hinten kriegst du ein. Und ja, aber ich bin erstmal zufrieden, wir haben den 1. Punkt geholt. Natürlich hätte ich gerne 3 geholt und die wären aus meiner Sicht auch hoch verdient gewesen. Aber wir müssen weiter konzentriert arbeiten, Torchancen verwerten, üben. Ja, aber im Endeffekt mache ich den Jungs keinen Vorwurf, die haben sich hier hundertprozentig reingekniet. Und ich habe es gerade schon gesagt, die haben mich absolut abgeholt. Und mein Co-Trainer und ich, wir haben uns beide angeguckt und haben gesagt, alter Schwede, das hat Spaß gemacht, mit den Jungs hier an der Seitenlinie zu stehen. Und ich hoffe, es wird ein richtiger Schritt in die Richtung. Es gibt uns mehr Selbstvertrauen für das nächste Auswärtsspiel. Und ja, danke, dass ihr hier wart. Unterstützt uns weiterhin so toll. Und wir werden irgendwann die 3 Punkte einfahren. Dankeschön. Ja, haben wir aus dem Publikum Fragen an die Trainer? Dann bitte jetzt. Möchte irgendjemand etwas wissen? Gibt es Nachfragen zum Spiel? Wenn keiner von hier, dann mache ich das mal wieder. Enrico, du hast heute auf dem Zettel, ich habe es nicht genau gezählt, eine Menge A-Union-Spieler drauf gehabt. Das ist Hochachtung, ne? Ja, die Jungs haben jetzt die erste Woche bei uns mittrainiert, die haben sich reingekniet und deswegen haben sie sich auch verdient, auf der Bank zu setzen oder halt sogar zu spielen. Und ja, man kann die Jungs nur nach vorne pushen, die sind selbstbewusst, wenn man Jakob gesehen hat, wieder reingekommen ist, als 18-Jähriger noch nie ein Männerspiel gemacht. Und ja, ziehe ich einen Hut vor. Natürlich machen sie noch Fehler, aber das ist erlaubt. Sollen sie auch. Wir werden sie weiter coachen. Es wird seine Zeit brauchen. Aber ich denke, wir sind auf einem guten Weg.
Okay. Ja, weitere Fragen? Wenn nicht, dann mache ich noch weiter. Wie geht's weiter in Malchow? Was kommt als nächstes? Wer ist der nächste Gegner? Wissen wir. Ah, okay. Ihr müsst gewinnen. Ja, wir machen was gut für euch, oder? Nein. Ja, wir müssen ja neutral sein. Ne? Ja, natürlich. Jetzt kommt Wismar. Wir bereiten uns dafür die vor und wir wollen zu Hause auch gewinnen. Klar. Ja. Wir müssen mal gucken, wie Gordon Grotkopf sich verletzt hat. Müssen wir mal schauen. Aber ansonsten, wir haben auch einen breiten Kader, wir haben gute Jungs dabei, wir haben auch junge Leute eingebaut, wir haben auch einen 18-Jährigen heute vorne reingeschmissen, der ist, glaube ich, letzte Woche 18 geworden. Man muss auch auf die Jugend bauen, das ist ganz wichtig, ne? Das macht ihr ja auch super und wir versuchen das natürlich manche auch, weil nur so kann es eigentlich auch weitergehen. Aber wie gesagt, wir konzentrieren uns ab Montag auf Wismar und hoffen wir, dass wir denen mal ein Bein stellen können. Super. Wo ist unser nächster Gegner? Wo müssen wir hin? Wir müssen Sonntag nach Seelow. Nach Seelow. Eine schöne, weite Fahrt. Aber wir haben letztes Jahr gute Erinnerungen gehabt und vielleicht klappt es dieses Jahr wieder. Auf jeden Fall werden wir alles geben. Also wer Lust und Laune hat, auf den Sonntag uns zu begleiten, herzlich willkommen in Seelow. Der kurze Weg. Der kurze Weg, ja. Genau. Also auch nach Seelow. Ansonsten bleibt nur zu sagen, wir freuen uns natürlich, wenn ihr alle wiederkommt zum nächsten Heimspiel. Ich denke, das ist der 30.09. Habe ich das richtig gesehen und gelesen? Gegen Brieselang. 14 Uhr hier Heimspiel. Würden uns freuen, wenn alle wieder so zahlreich erscheinen wie heute. Ansonsten wünschen wir unseren Gästen eine gute Heimfahrt. Viel Erfolg für die Zukunft, für die nächsten Spiele. Ne? Und wahrscheinlich sehen wir uns irgendwann in der Rückrunde bei euch in Malchow. Ne? Ja, super, ganz vielen Dank. Machst du mal.